Hey, Schorsch-Leute, willkommen zum Schorsch, zum Montag. Ja, heute mal verspätet, weil, ja, gestern war ein bisschen viel los. Deswegen habe ich gesagt, bevor ich jetzt wieder so ein Low-Energy-Schorsch zum Sonntag wie letzte Woche mache, nehme ich mir lieber den einen Tag nochmal und mache das lieber vernünftig. Und dann kann ich aber tatsächlich was erzählen, ohne dass mir das Hirn aus dem Kopf läuft. Das ist heute schon wieder so. Es ist heute irgendwie an die 27 Grad jetzt schon wieder. Es ist irgendwie ja mal 12 Uhr oder so. Ne, ist es 1 Uhr? Scheiße, sogar schon 1 Uhr. Meine Güte. Auf jeden Fall, ja, was ist los? Wieso? Weshalb? Warum? Und ja, ich war jetzt gestern an meinem Geburtstag, war ich auf der CheeseiCon. Hab bedauerlicherweise keinerlei Content gemacht, weil, ja, ist so. Ne, ursprünglich, wir sind da angekommen und... Ja, wir sind angekommen zuerst. Erstmal mussten wir um das gesamte Gebäude rumrennen. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir kommen jetzt rein. Aber scheiße, die Show von, der Auftritt von Keks Showgruppe geht gleich los. Das willst du ja nicht verpassen. Also sind wir da hingegangen, dann kam Keks raus und dann sind wir fertig geworden, sind wir ein bisschen noch rumgelaufen. Und ich habe irgendwo total verplant, tatsächlich auch mal was zu filmen. Aber ich kann euch sagen, CheeseiCon ist definitiv was Geiles, muss ich jetzt mal sagen. Weil ich kenne bislang das Einzige, was für mich eine Con ist, und es ist keine Con, to be honest. Technisch gesehen nicht, ist ja mehr ein Fest. Nämlich den Japan-Tag, und der fällt ja dieses Jahr für mich aus finanziellen Gründen. Und ja, es ist is better. Beziehungsweise, weil Keks hat keine Zeit in der Zeit. Und... ja, wir bräuchten hier einen Ort, wo wir bleiben können. Und Hotel wäre nochmal eine teurere Sache. Also von daher haben wir gesagt, lass mir den Japan-Tag mal lieber aus. Der ist sowieso jedes Jahr mehr crowded. Also das habt ihr ja letztes Jahr schon gemerkt, wenn ich da was versucht habe aufzunehmen. Es waren 5 Aufnahmen von Massen. Du kannst ja nicht mal einen Cosplayer mal kurz ranholen und sagen so, können wir mal ein Foto machen mit der Masse im Hintergrund? Like every photo. Das sieht ja auch scheiße aus. Von daher sind wir dieses Jahr auf die CheeseiCon gegangen, hier in Hamburg sogar. Und ich muss sagen, es war schön. Es war ziemlich ruhig, aber es waren trotzdem Leute da. Das hat sich alles sehr gut verlaufen da. Und auch, ich habe Informationen von Leuten gekriegt, die samstags da waren. Die meinten auch, das ist nicht viel mehr gewesen. Also entweder ist Hamburg so ein absolutes Anti-Otaku-Gebiet, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Aber offenbar ist das so. Aber es war schön da, muss ich auf jeden Fall sagen. Es war richtig nice. Vor allem, es war mal interessant, seinen Geburtstag auf einer Con zu verbringen. By the way, was das angeht, ich hab ein paar Sachen, die ich tatsächlich zeigen müsste. Die eine habe ich jetzt da vorne, die habe ich aber vorhin auf Twitter noch gepostet. Die aktuellsten Wanted-Poster aus One Piece, die werde ich mir auf jeden Fall schön hier im Zimmer verteilen. So viel ist man sicher. Dann, die gute Caro hat mir ein paar Karten zugeschickt. Ich kann euch die hier mal... Ein Bandschleifer der Himmelsdödler, ne? Die coolste Version, by the way. Neben dem Original, weil ich sag mal so, das ist ja jetzt wirklich eine Karte, wie man sie spielen könnte. Wenn ich jetzt aber mal ganz ehrlich bin, ich fand so diese Idee damals, dass die Götterkarten so rot, blau, gelb waren, das war irgendwo cool. Also hier halt der Rand war nicht eine normale Effektkarte. Und da sind halt noch mehr drin, aber habe ich jetzt keine Lust, die alle da rauszubohren. Da ist auch ein Rotauge bei. Wenn es so weitergeht, kann ich mir bald ein eigenes Rotaugendrachendeck bauen. So, und ich habe hier noch, da sind auch wieder mehrere drin. Ich habe da vorne noch eine, so ein paar mit drin. Und da ist hier so Gaia. Der Typ ist auch total dude. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Gaia jemals tatsächlich einen Support kriegt? Ich meine, es war eine olle Karte damals, nicht? So ist das auf jeden Fall. Dann... Der Angel Player, der durchgeknallte, der hat mir tatsächlich ein Meme ausgedruckt. Das habe ich noch in meiner Tasche. Das habe ich vergessen rauszuholen gestern Abend. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich denke mal, das ist somit auch aus Angels und Kekses Sache gewachsen. Die Karte, die ich von Keks gekriegt habe, die ist, by the way, auch da oben. Jetzt könnt ihr auch nicht sehen. Habe ich auch vergessen, mir zu holen. Aber ich glaube, die haben mir da... Ich glaube, die haben zusammengeschustert. Jetzt habe ich nämlich tatsächlich mal wieder was zu lesen. Ich lese jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich, den so von Band 1, ich bin jetzt fast wieder mit Band 6 durch. Seit Anfang des Jahres, weil ich keine Bücher mehr habe, die ich lesen kann. Und immer so sag mir, Buch ist ein expensive shit. Kostet schon ein bisschen, immer was. Deswegen lasse ich das lieber.
Ich bin, was das angeht, einfach viel zu vorsichtig. Also, so, solange ich nicht weiß, so, oh, komme ich über die Runden? Ich warte mal lieber. Vielleicht soll ich mir aber irgendwann Notizen machen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Nee, aber aktuell mal wieder was Neues zu lesen, dürfte cool sein. By the way, sorry für die Nebengeräusche, der Ventilator im Auto. Es ist heute super warm wieder. Deswegen möchte ich hier ehrlich gesagt nichts machen. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich schreibe ja gerade aktuell selber was. Und die paar Leute, denen ich es bislang geschickt habe, die sind begeistert. Komischerweise. Kann ich auch nicht verstehen. Aber ja, ich werde da jetzt wahrscheinlich was noch nebenbei Storyboard schreiben, Character Sheets und all sowas. Aber das interessiert euch ja, glaube ich, gar nicht alles. Ne? Ihr wollt wissen, wann wird wieder gestreamt und wann passiert irgendwas. Letzte Woche war ja richtig low, ne? Also so low von low von low. Was liegt auch mit daran, muss ich leider sagen, dass das Klima jetzt aktuell wieder mega hoch geht und hier sehr schwer ist, irgendwo Luft zu bekommen in dieser Wohnung. Also mein Ventilator, ich habe schon keine Ahnung, wann ich den das letzte Mal ausgemacht habe. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ja, hätten meine Nachbarn nicht so einen übertriebensten Vogelkäfig, würde ich über Nacht sogar tatsächlich mein Fenster auflassen. Aber das würde beinhalten, dass ich um 3:30 Uhr morgens schon wieder wach bin. Weil diese Viecher irgendwie nie die Fresse halten können. Eigentlich nichts, was eine gesunde Portion Napalm nicht lösen könnte, nicht wahr? Nee, aber, nee, das sind eigentlich süße Vögel, also von daher bin ich jetzt nichts, um Himmels Willen, ne, um Himmels Willen. Aber ab morgen soll wieder ein bisschen runtergehen, deswegen, ich werde wahrscheinlich ab morgen wieder streamen. Und ja, mein Zukunfts-Ich kann vielleicht ja mal kurz, ich habe so eine Liste von Neulichen gepostet, was ich so machen möchte, was so Ideen sind. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was euch davon gefallen würde. Und ja, das erstmal. Und natürlich, das dürfen wir natürlich nicht wieder vergessen, weil ich vergesse es nämlich gerade so. Vielen Dank an unsere Patreons. Das ist ja, ne. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr immer noch dabei seid. Das ist richtig cool, ne? Muss ich nur mal so gesagt haben. Ja. Ich habe gestern, aber auch auf der Cheesa, habe ich drei Leute aus, also für ein Fantreffen. Das war ja Fantreffen. Haben wir drei Leute gefunden. Beziehungsweise, wir haben an sich eine 100% Quote gehabt. Angel Player war da, Tori Purucan war da und Altert war da. Alle drei gefunden. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob sich noch jemand angekündigt hat und ich das Licht und Ergreifen irgendwie übersehen habe. Ich hoffe nicht. Aber an sich hatten wir eine 100% Quote. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ne, wobei. Doch, eine Person wollte ich eigentlich sehen, habe sie aber nicht gefunden. Sagen wir 95, das giltet immer noch, finde ich. Ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt auch demnächst mal wieder, was Projekte angeht, ich muss mal jetzt mal gucken, weil Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters geht jetzt diese Woche vorbei, um genau zu sein, ich glaube, morgen? Übermorgen? Eins von beiden? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, morgen oder übermorgen geht Capsule Monsters zu Ende. Und, ja, dann habe ich aktuell dann nichts mehr. Muss mir das was einfallen lassen. Wir haben aktuell ja, NapNap gibt es bald wieder. Also ich habe es ja schon wieder gestreamt, aber das kommt auch bald dann wieder. Ich lade das aber als Ganzes hoch, weil das ist ja mittlerweile mehr Dialog als alles andere. Deswegen lade ich das als kompletten Stream hoch, so als Stream-Upload und so. Nicht. Und ich habe diese Woche noch mit Kesu Guacamele gestreamt. Und das Spiel ist auch super toll und deswegen, das werden wir auch wahrscheinlich fertig bringen. Und ja, was 12-Stunden-Stream angeht. Ich will versuchen, dass ich mindestens ein oder zwei diesen Monat noch schaffe. Könnte schwierig werden, aber ich will es versuchen. Weil ich habe da schon so einige Ideen. Ich habe da wirklich einiges, was ich machen möchte. Ich werde mir auch Mühe geben, das tatsächlich hinzukriegen. Also kann auch mal sein, dass wir dann an zwei Wochenenden 12-Stunden-Stream haben. Also eins und dann am nächsten Wochenende den zweiten. Damit wir mal ein bisschen nachkommen, was hier das Ganze angeht. Kann ja nicht angehen, dass ich hier ständig nachhänge, ne? Ich alter Sack mit meinen jetzt mittlerweile 26 Jahren. Scheiße, bin ich alt geworden. Auf jeden Fall, euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen im Stream wieder. Und bis dahin, see ya, Leute, stand proud.